Ja, und somit herzlich willkommen zurück zum American Truck Simulator. Heute fahren wir mit diesem Freightliner Cascadia von Huron nach San Francisco zum Hafen mit einer Ladung Fruchtsaft. Sind 206 Meilen. Das sieht doch gut aus. 4 Stunden. Von daher, let's go. Diesmal wieder mit einem Drive safe. Automatikgetriebe. Mal schauen, wie es läuft. Wir haben hier wieder einen Tanker-Trailer dran. Wo ich gerade schaut und wo es ja eben Automatikgetriebe ist. Never mind. I'll find a new route. Ich fahre mal kurz hier außen rum, einfach um die Strecke damit zu nehmen auf dem Navi. Beziehungsweise das Ganze. Freizuschalten für die Karte. So, jetzt kann es losgehen. Eigentlich gleiche Erfahrung von der wir gerade kommen. Get ready to turn right. Und diesmal geht es einfach in die andere Richtung. Nix. Keep right and then continue straight. Go straight. Theoretisch hätten wir gleich hier eigentlich noch auftanken können. Obwohl der Tank wahrscheinlich reichen sollte. Get ready to turn left. Können wir gleich nachher schauen. Turn left. Steht es hier gar nicht. In diesem Truck. Manchmal steht es eigentlich, wie weit man kommt mit der Tankfüllung. Oder ich habe es gerade übersehen. Könnte auch möglich sein. Der hat leider nicht so viel Power. Das heißt, uns wird 1000 Pfund.
Sehr gut. Schon wieder Roadworks ahead. Hier wird sehr viel gebaut. Sieht aber jetzt nicht allzu schlimm aus. Nee. Oder vielleicht doch. Shit. Ich hab nach vorne geschaut, was da los ist. Fuck. Nicht gut. Okay, 1% Schaden am LKW. Geht noch halbwegs. Das Auto vorne wäre Schrott auf jeden Fall, wenn wir damit 40 reinpreschen. Doof. Also unsere Unfallquote ist bisher nicht so gut und die erhöht sich stetig. Also ich stehe jetzt da nicht an, sorry, aber wenn ich es wieder mal nicht hinkriege, dann nicht mein Problem. Kennt man so ungefähr. Wenn ein Unfall passiert, passieren meistens noch mehrere Unfälle. Weil man sich eben darauf konzentriert, was da vorne los ist. Oder wenn man von der anderen Seite kommt, schaut man vielleicht auf die andere Straßenseite. Dann kann es genau gleich auch passieren. Zum Glück hat er vor uns noch ein bisschen Platz, sonst wären wir da ins Stauende reingerast. Was ein bisschen schlecht gewesen wäre. Ah ne. Kommen wir eh nicht dran. Manchmal springt das Tempomat da irgendwie raus. Jetzt aber. Ich weiß, ich fahre ein bisschen zu schnell. Aber wir müssen da vorbeikommen. Keep right, and then exit right. Exit right. Diese Autobahnkreuze mache ich gar nicht. Wenn da viel Verkehr ist, kommt man da gar nicht raus oder rein. Zur Abfahrt oder auf die Autobahn. Nicht so nice.
passiert jetzt nichts mehr. Wir haben noch 80 Meilen vor uns. Ah, der Truck hat gar nichts. Weder Retarder noch... Keep right and then exit right. Holy shit. Von der Autobahn oder Interstate, wo man 55 fahren kann, Berg runter und dann gleich eine Ampel? Crazy. Junge! Ich hatte noch halbwegs gelb. Exit right. War jetzt nicht gerade nett. Aber gut. Wieder spüren diese Soft Particles, die eben neu im Spiel sind. Die Gischt, zum Beispiel hier hinter den Fahrzeugen, sieht ein bisschen anders aus. Kann man mehr von den Rädern aus identifizieren, statt vorher, was einfach hinter dem ganzen Fahrzeug war. Sieht besser aus, wirklich. Zu schnell, ich weiß. Oakland schon angeschrieben. Das heißt, wir kommen dem Ziel langsam näher. San Jose ist hier. Ich glaube sogar, da bin ich in den Ferien auch durchgefahren bei San Jose. Keep left. Von San Francisco dann runter eben nach Los Angeles sind. Das liegt ja auf dem Weg. Kommt mir zumindest irgendwie bekannt vor. Erster Aufenthalt in San Jose. So halbwegs. Waren ja eigentlich nur durch. Noch gerade mal ein bisschen die Landschaft anschauen. Was alles ja eben hier neu ist. Und zumindest der Detailgrad ist ja eigentlich wie immer. Wenn es jetzt was updated von der Karte oder neue DLCs bringt wirklich sehr hoch, im Gegensatz zu den alten Regionen.
was immer sehr schön ist. Und eben ein bisschen mehr Leben ins Spiel reinbringt. Vorne sieht man schon die Skyline von San Francisco. Diesen Shard-Gebäude da in der Mitte. Erster Abteil in San Francisco. Es wurde ja auch alles hier neu gemacht. Keep right and then turn right. Wir müssen ganz nach rechts, ja. Turn right. So, das sind zwei Spuren. Keep right. Ah, gut. Wusste ich jetzt nicht. Aber rechts wäre es wirklich besser gewesen, wenn ich da geblieben bin. Wir. Weil wir eigentlich gleich da vorne rechts müssen. Das ist jetzt doof. Hätte ich aufs Navi gehört, wären wir richtig. Ich glaube, der andere lässt uns da, sehr nett. Ja, weil wir hier gleich rechts müssen. Das da vorne müsste die Brücke nach Oakland sein. Keep right and then turn right. Wenn ich da richtig bin. Turn right. San Francisco war schon eine geile Stadt, muss ich schon sagen. Hatte was ganz Besonderes. Diesen Gable Cars, diesen alten Trams, die es dort gibt, die Straßen, die Gebäude, alles sehr schön. Keep left and then turn left. Und auch hier schon hat alles ein bisschen einen anderen Flair als ein Portal Update. Schauen, dass kein Tram kommt. Sehr cool hier. Eigentlich jetzt hier die Einfahrt sein. Yes. In den Hafen hinein. Sehr cool gemacht. Und ganz kurz schauen, wo wir hier den Hafen sind. Safe and sound. Auf jeden Fall auf die andere Seite. Okay, das könnte lustig werden mit einem Blindside. Zwischen zwei Trailerparken.
Frauen haben hier ein bisschen wenig Platz. Ja. Wir probieren es mal. Wenn es nicht klappt, dann... ich bin jetzt nämlich schon ein bisschen doof angefahren, ehrlich gesagt. Drehen wir einfach um und fahren hier durch eine Lücke durch. Hier haben wir halt nicht so viel Platz. Oh, mal schauen. Denkst du auch den anderen Auflieger nicht treffen? Jetzt müsste ich theoretisch das andere Fenster drin verlassen, aber jetzt habe ich nicht eingestellt. Doof. Ich mache das mal ganz kurz. Kein Moment. So, das hier bin ich wieder. Zumindest eine bessere Sicht auf den Spiegel. Was doch ziemlich nah aussieht. Das ist ein schlechter Winkel. Eigentlich ja fast okay aus. So, ich muss dann noch mal kurz aussteigen, um das anzusehen. Geht das nix? Wer hat hier diese Dinger aufgebaut? Auflegen ein bisschen mehr in diese Richtung. Ist laut hier. Jetzt sieht es langsam gut aus. Ein bisschen zu spitz drin, aber das können wir einfach verbessern. Perfekt. Da werden wir im Hafen von San Francisco.
Seebär 1 von 2. Sehr schön, Level 7. Wir nehmen dann nochmal eine Hazmat-Fracht. Die Klasse 4, brennbare Stoffe, Diesel oder Kerosin. Klasse 4-1, entflammbare Feststoffe, zum Beispiel leicht entzündliche Nitrocellulose, Magnesium- oder Sicherheitsstreichhölzer. Klasse 4-2, selbstentzündliche Aluminiumalkyle oder weißes Phosphor. Klasse 4-3, gefährlich, wenn nass, zum Beispiel Natrium, Calcium, Kalium. Ja, sehr gut. Auf der Karte haben wir schon ein bisschen was hinter uns gelegt, wie es aussieht. Dann hier in New Mexico. Ja, Nevada ganz kurz. Kalifornien. Was ist das hier nochmal? Shit. Arizona, genau. Ja, doch, Arizona. San Francisco gefällt mir sehr gut, da schauen wir bestimmt nochmal weiter. Fahren auch nach Oakland rüber. Die Golden Gate Bridge ist, glaube ich, hier. Wenn ich richtig bin. Ja, werden wir sehen. Auf jeden Fall war es das für diese Folge vom American Truck Simulator. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!